Hallo meine Lieben, ihr seid wieder auf dem Kanal auf ins Dannyland gelandet. Heute zu einem weiteren Teil meines Nageltagebuchs. Und zwar wollte ich mir jetzt meine Nägelchen machen mit diesen Kunsttipps drauf. Und zwar sind die von Gel Like Egg Softgel Tipps. Und zwar habe ich gedacht, mache ich heute mal die Short Coffin Form drauf. Ich hoffe, die sind nicht ganz zu lang. Und ich mache mit Dip Drip die Farbe Wine drauf. Ich weiß noch gar nicht, wie die aussieht. Ich habe die noch nicht geswatcht. Das werden wir jetzt zusammen rausfinden. So, ich habe hier alles aufgebaut, was ich brauche. Für die Nägel zum Draufmachen brauche ich UV. Und dann für die Farben halt die Dip-Drip-Sachen und für die Vorbereitung habe ich hier Nagelhautentferner in flüssiger Form und ich mache die dann mit Glasfeilen weg. Ich bin so voll der Glasfeilen-Fan. Ich wechsle mal die Brille. Ich lege mir schon mal meine Lesebrille hier hin, damit ich das auch gleich alles sehe. Also erstmal fange ich an, mir die Nägel in Form zu feilen. Ich habe sie ganz kurz geschnitten, da ja Kunstnägel drauf kommt. Trotzdem feile ich die nochmal mit der Glasfeile vorne schön. Genau. So, jetzt habe ich meine Finger sehr kurz gefeilt. Und ich habe hier von DM diesen ganz einfachen Nagelhautentferner mit Aloe Vera. Den mache ich mir jetzt erstmal auf die rechte Hand, auf die linke Hand, überall schön drauf. Lass das einwirken. Und dann habe ich mir hier so Glasfeilen gekauft. Die haben auf einer Seite so die Form wie so ein Rosenholzstäbchen. Damit schiebe ich mir gleich die Nagelhaut zurück vom Nagel. Und dann auf der anderen Seite ist es relativ spitz. Und da werde ich mir dann hier die Ränder schön sauber machen, dass da die ganze Nagelhaut weg ist. Und dann habe ich hier noch so einen Teil vom DM. Da werde ich dann gucken, dass ich außenrum eventuell noch irgendwas an Nagelhaut, falls da noch irgendwas ist, was ich noch entferne. Aber eigentlich habe ich relativ wenig Nagelhaut an den Kanten. Ich gehöre mehr zu den Menschen mit fettigen Nägeln. Ja, wie findet man das heraus? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe verschiedene Videos gesehen, wo erklärt wird, was man für einen Nageltyp ist. Und irgendwie konnte ich mich da nirgends richtig einordnen. Und dann hatten die, wurde aber auch gesagt, wenn man jetzt auch von der Haut, von der Gesichtshaut, von der Haarhaut, also von... Ich neige halt zu fettigen Haaren und Gesicht eincremen muss ich so gut wie nie, weil ich habe sehr relativ fettig. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich fettige Nägel habe, auch sehr hoch. Und das passt auch zu dem. Deswegen habe ich hier halt auch noch meinen Dehydrator stehen. So, ich denke mal, das ist jetzt lange genug eingezogen. Jetzt fange ich an, hier mit dieser Glasfeile die Nagelhaut runterzuschaben. Die durchsichtige oder unsichtbare, die hat jeder drauf auf seinen Nägeln. Und man sieht jetzt auch schon, dass hier sich so ein bisschen sammelt. Also wie gesagt, viel ist es bei mir nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eventuell mein Stativ noch ein bisschen... Ich möchte ja auch, dass ihr seht, was ich mache. Ich glaube, so ist es für mich angenehmer und so seht ihr auch mehr. So ein bisschen was ist dann doch zusammengekommen. Ich habe euch noch
noch dichter rannehme. Dann ist die unsichtbare Nagelhaut entfernt und jetzt gucke ich, dass ich hiermit noch lang gehe und das hier noch ein bisschen schön mache. Dann nehme ich mir eine Silette und einen Cleaner. Ich habe hier den von Jolifine. Und dann cleaner ich mir den Nagel ab. Und dann sieht er so aus. Und wie man sieht, wo er nass war, glänzt er noch schön. Jetzt ist er wieder trocken. So, das mache ich jetzt an den anderen Nägeln auch. Nagelhaut entfernen. Die unsichtbare auf dem Nagel. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das alles fertig habe an dieser Hand. So sehen die jetzt aus. Ich habe jetzt an allen 5 Fingern an dieser Hand jetzt die Nagelhaut entfernt. Und ich habe halt gemerkt, dass ich beim Daumen hätte noch ein bisschen länger warten sollen. Ja, man kann natürlich auch 2 Durchgänge machen, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie stark der hier ist. Jetzt gucken wir mal, was steht da überhaupt drauf. Ja, 30 Sekunden. Also wenn ihr es ein bisschen länger drauf lasst, merkt ihr sogar, dass es sich noch besser löst. So, jetzt mache ich Dehydrator drauf und zwar habe ich da diesen hier. Das war jetzt so ein 2er-Pack, wo auch ein Primer bei war, aber wir nehmen heute diesen Primer. Und normalerweise, wenn ihr jetzt auf einen Naturnagel das Dip Trip drauf macht, dann nehmt ihr den Primer ja quasi gleich hier und dann das Pulver, das Dip Powder drauf. Da ich aber Tipps drauf klebe, benutze ich den Primer, damit der Tippkleber oder ja, es ist ja im Prinzip ein Tippkleber, den ich habe, der unter UV aushärtet, benutze ich den Primer, damit das hier besser ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit der Primer jetzt hier fürs Dip-System ausgelegt ist, aber ich denke mal, das ist jetzt egal. Also ich warte jetzt kurz, obwohl der Dehydrator geht relativ schnell. Und Primer immer ganz sparsam. Hä? Okay, das war jetzt, glaube ich, zu sparsam. Da sehe ich gar nichts. Manche machen den Primer auch nur am Rand. So, den lassen wir jetzt kurz einwirken. Und dann brauchen wir unsere Tipps. Hätte ich vielleicht vorher testen sollen, welche Größen. Aber ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben. Da das die gleiche Firma ist, hoffe ich, dass die auch gleich ausfallen jetzt. Die sind vom gleichen Anbieter. Noch die alte Verpackung oder nehme ich die jetzt, dann bin ich auf der sicheren Seite. Da weiß ich, welche Größen ich brauche. Weil, habt ihr das jetzt überhaupt gesehen? Ich habe wieder so weit reingezoomt gehabt, ne? Also, hier habe ich mir das mal aufgeschrieben, welche Größen ich brauche. Und dann mache ich mir die Größen jetzt hier ab. Und da muss ich auch nur minimal feilen. Genau. So, ich brauche für die linke Hand die Größe 0. Für den Zeigefinger die Größe 4. Da ist die 4. Dann brauche ich die Größe 2. Für den Ringfinger die Größe 3
Und für den kleinen Finger die Größe 8. So, das sind hier so meine. Und auf der anderen Seite die für die andere Hand gleich. Und die müssten auch, also die habe ich jetzt, die passen in der Größe. Da muss ich nur ganz minimal wegfeilen. Ich hätte es jetzt nochmal, bevor ich den Primer drauf mache, eigentlich draufhalten müssen und nachfeilen. Der sitzt ohne zu feilen. Also sieht man ganz gut. Dass die hier wirklich genau abschließen. Der sitzt auch gut. Bei dem hier. Bei dem muss ich minimal. Oder habe ich die jetzt vertauscht? Das ist die 2. Nee, das ist da schon richtig. Da werde ich hier unten ein bisschen wegnehmen. Da muss noch einen ganz kleinen Tucken. Also ich finde, der Vorteil bei diesen Tipps ist, dass ihr da 12 Größen habt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was Passendes bei ist, viel größer. So. Also hier ginge wahrscheinlich auch die Größe 4. Die würde hier auch gut passen. Aber die habe ich ja hier schon drauf. Und ich feile dann lieber mir die 3 noch ein bisschen zurecht, dass die da passt. Und hab dann mehr quasi, also ich komme dann wirklich mit ein so einem Ding für beide Hände aus. Ne? Deswegen mache ich das jetzt so, weil sonst habe ich ja mehr Verbrauch. So, und der Kleine, der passt gut da. Jetzt ist es so, die sind von hinten schon angeraut. Da muss ich nicht mehr groß was machen. Und jetzt würde eigentlich erst der Primer drauf kommen. Ich cleaner mache mal meine Finger ab. Der Primer jetzt dadurch runtergeht. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt nochmal drauf mache. Also Leute, ich betone es nur immer wieder. Das ist ein Tagebuch. Das ist keine Anleitung. Ich nehme euch nur dabei mit, wie ich das mache. Zeige euch, wie ich das mache. Und das ist dann auch keine Garantie, dass es, wenn ihr das so nachmachen würdet, dass es bei euch funktioniert. Also, ne? Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Und ich bin ja da auch noch im Lernprozess. So, also ich mache jetzt noch mal den Primer drauf. Ganz dünn aber nur. So, jetzt warte ich kurz. Jetzt nehme ich hier zu den Nägeln den passenden Kleber. Das ist 6-in-1 Nail Glue. Und den mache ich gleich eine dünne Schicht auf alle Nägel drauf und dann gehe ich für 10 Sekunden unter meine Lampe. Der ist ziemlich dickflüssig. Also es gibt verschiedene Anleitungsvideos im Internet. Also ich habe gesehen, manche machen es halt erst einmal auf die Nägel komplett drauf. Und lassen es dann in einer UV-Lampe aushärten. Also nicht aushärten, sondern 10 Sekunden nur anziehen erstmal. Das garantiert halt auch, dass der Kleber auf dem vollen Nagel ist und verhindert, dass es so schnell Luftbläschen gibt. So, jetzt 10 Sekunden. Und jetzt nehme ich meinen Tipp. Ich habe hier diese andere Lampe stehen. Ich hoffe, das Kabel ist lange noch. So, jetzt nehme ich hier meinen Streifen.
reiche mir den hier auch ein bisschen ein. Nee, Buddy, jetzt geht's gerade nicht. Und mach mir hier hinten so eine etwas dickere Schicht drauf. Und jetzt wird's spannend. Jetzt nehme ich den und drück mir den so runter. Das war zu wenig Kleber, das. Da muss man erst ein Gefühl für kriegen. Weil wir wollen ja keine Luftblasen haben. Oh. Das sieht schon besser aus. Und jetzt gehen wir hier unter diese kleine Lampe drunter. Und jetzt härte ich es aus. Jetzt kann ich schon loslassen. So sieht der jetzt aus. Also wir haben hier keine Luftblasen. Und das, was hier am Rand jetzt übersteht, das ist natürlich jetzt ausgehärtet. Das werde ich hinterher, wenn ich dann alle Finger fertig habe, werde ich da nochmal mit Aceton lang gehen und werde mir das wegmachen. Jo, das mache ich jetzt mal an allen Fingern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt meine Nägel drauf. Wir haben auch keine Bläschen. Was allerdings ein bisschen doof ist, ich habe hier ein bisschen viel Kleber. Also hier beim Daumen ist es ganz gut geworden. Aber ich experimentiere jetzt noch. Jetzt habe ich hier so ein Teil. Das ist natürlich, da ist Nagellackentferner schon drin, aber normaler. Aber ich brauche ja Aceton. Also habe ich hier mein Aceton. Ich mache mal jetzt hier ein bisschen Deckel rein. So, und jetzt gehe ich hier mit dem Aceton lang und reinige das, was da übergegangen ist. Das geht ganz gut. Und ich muss sagen, der von Neonail, den mag ich auch ganz gerne. Also ich mache nur das weg, was auf der Haut ist, weil das, was auf dem Nagel ist, wir müssen die Nägel ja eh noch anrauen. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich mag jetzt mein Mikro nicht dauernd ab und an machen mit den Nägeln, damit ich möglichst wenig irgendwo gegenkomme. Also wie gesagt, wir rauen die Nägel ja noch an und dann können wir das, was auf dem Nagel ist, mit der Feile entfernen. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Kleber gelandet. Also ich bin da auch noch in der Übungsphase. Habt ihr ja mitgekriegt, dass ich das noch gar nicht so lange mache. Aber es macht mir Spaß. Es ist also auch eins meiner Hobbys und deswegen nehme ich euch dabei mit. Das gucken jetzt nicht so viele, habe ich gesehen, aber es ist ja egal. Ja, da ist wirklich viel Kleber. Okay, also da muss ich noch üben. Na gut, ich mache das mal jetzt überall und dann mache ich das an der anderen Hand auch und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe schon mal eine Hand fertig gemacht. Ist jetzt nicht perfekt, aber ich merke, dass ich immer besser werde. Finde ich ganz okay. Ich habe die auch schon mal eingeölt. Die sind jetzt noch quasi Natur mit den aufgeklebten Tipps. Ich habe die auch gekürzt und anmattiert und werde auch die jetzt so schön machen wie diese. Bumm, da ist eine Tüte geflogen. Es ist sehr windig heute und die Fenster sind auf zum Lüften und ich habe auch vorsichtshalber eine FFP2-Maske auf. Ich bin gespannt, ob ich von diesem Produkt Dipflu kriege oder nicht. Allerdings ist auch hier mir der Topcoat-Pinsel fest geworden. Obwohl ich nach der Einwirkzeit des Aktivators mit Silette abgewischt habe. Da hier ja kein Brush Saver bei ist, habe ich das Ganze in Aceton getunkt. Und damit ich erstmal überhaupt weitermachen konnte, habe ich ganze 2 Ersatzpinselchen von meinen Do-Nails gebraucht, die da jetzt noch im Aceton baden. Mal gucken, wie es jetzt bei der zweiten Hand klappt.
Und ja, auch so das Aufkleben der Tipps auf der zweiten Hand hat deutlich besser geklappt als bei der ersten. Übung macht halt den Meister, ne? Auch das ist jetzt noch nicht perfekt, aber ich finde, es wird von Mal zu Mal besser. Und ich staune immer, wie schnell das doch trocken ist. Und es fühlt sich auch gut an. Also ich habe eine gute Länge jetzt gewählt und auch die Nägel. Also es fühlt sich wie meine Nägel an. Ja, es ist so. Naja, also ich denke mal, das Auftragen und Dippen zeige ich euch jetzt nicht. Das habe ich euch, glaube ich, doch schon mal gezeigt. Ich werde jetzt einfach weitermachen und euch gleich das Ergebnis zeigen. Und ja, dann werde ich bei diesem Video nicht zeigen, wie lange es hält. Da müsst ihr dann schon aufs nächste warten. Ich weiß, viele wollen das dann sofort sehen, aber ja, es ist halt mein Tagebuch und müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich weiß, bei einem Video habe ich es ja schon mal gemacht, dass ich es euch eine Woche später oder so gezeigt habe. Aber ich denke mal, hier werde ich es dann einfach später dann nochmal zeigen. Ihr könnt ja auch einfach meine anderen Videos verfolgen, da seht ihr dann immer meine Finger. Und dann könnt ihr ja sehen, wie lange ich die dann, bei wie vielen Videos ich die dann drauf habe. Und ich sage das dann ja auch immer mal zwischendurch, ja. Na gut, dann werde ich mich mal um die zweite Hand kümmern. Bis gleich. So, ich bin jetzt da angekommen, dass jetzt der Topcoat drauf muss. Also ich habe jetzt, ich hoffe, ihr könnt mich richtig hören, ich habe die Maske noch auf, vorsichtshalber. Und zwar habe ich zwei Schichten Powder, dann Aktivator, dann gefeilt, dann nochmal Aktivator, nochmal eine Schicht Powder, dann nochmal Aktivator und gefeilt. Und dann nochmal Aktivator und jetzt kommt der Topcoat drauf. Ich warte jetzt einen Augenblick länger und nehme hier wieder eine frische, saubere Zillette, um da gleich abzuwischen. Und ich hoffe, dass mir diesmal nicht wieder der Topcoat fest wird. Aber ich habe hier vorsichtshalber noch Ersatzpinselchen liegen. Ja, es ist jetzt ein bisschen laut, es fliegt gerade ein Flugzeug lang und die Fenster sind ja auf, wegen Lüften. So, also ich gucke jetzt, dass ich hier schon rüberwische. Ja, die Farbe ist jetzt nicht unbedingt so jetzt Jahreszeit passend, aber ich habe die ja im Sale gekauft und ich möchte das ja jetzt testen, ob das, inwieweit ich mit dem Dip Drip besser klarkomme als mit dem Do-Nails. Also so bislang kann ich noch, ehrlich gesagt, noch keinen Unterschied feststellen. Wir werden sehen. Auftragen lässt es sich gut. Aber beim Auftragen hatte ich ja auch mit dem Präparat von Do-Nails keine Probleme, nur da habe ich halt, wie gesagt, wirklich mit dem Dip Flow. Aber das wird sich wahrscheinlich auch erst morgen oder übermorgen zeigen. So, jetzt fängt der Pinsel an fest zu werden. Okay, dann nehmen wir halt den nächsten. Oh, wieso ist der jetzt? Der war doch eben weich, wieso ist der jetzt hart? Also das habe ich irgendwie, das kriege ich nicht hin. Bei allen Präparaten nicht wirklich. Der war eben weich, jetzt ist er aber wahrscheinlich, weil ich ihn aus dem Aceton rausgenommen habe und an der Luft gepackt habe.
Also es ist jetzt die erste Schicht, ja. Die erste Schicht vom Topcoat. Die lasse ich kurz trocknen. Und dann muss ich mal gucken, was ich hier auf der Rückseite mitmache. Da werde ich, weil da ist ja von diesen Nagelklebern noch ein bisschen was. Da werde ich wahrscheinlich mit dem Fräser gleich noch lang gehen. Aber es ist, also es hat sich von der Haut schon gelöst. Es klebt an der Haut nicht fest. Aber es ist halt, ja, stört ein bisschen. Aber da fräse ich dann noch mal lang. Ich denke mal, dass das ganz gut klappt. Und der ist relativ schnell fest. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit diesem Pinsel hier weiterarbeiten kann. Ja, also das ist das Einzige, was mich in der Tat stört. Dass das so schnell fest wird. Und da wäre ich für ein paar Tipps oder Tricks dankbar. Ich werde dann nochmal im Internet googeln, was ich finde. Auch nochmal bei Dip Drip selber auf der Seite. Oder ob ich den Support mal anschreibe und sage, dass ich jetzt hier halt den Anbieter gewechselt habe und dass ich halt da auch das Problem habe mit dem Pinselfestwerden, aber dass da ja ein Brush Saver bei ist und bei diesem Produkt hier nicht. Also ich konnte nichts finden auf der Internetseite. So. Zweite Schicht fertig und das, was ihr jetzt draußen hört, das ist der Trecker. Der gült gerade sein Feld und sein Feld ist ja direkt neben und hinter unserem Grundstück. Ich rede jetzt mal ein bisschen lauter und guckt mal, wie schön das schon glänzt. So, ich hole gleich Öl. Und ja, der gült ordentlich. Also auch mit FFP2-Maske rieche ich die Gülle. Was ich allerdings nicht rieche, sind hier Liquids. Also die scheinen ja wirklich sehr gut zu sein. Ich bin gespannt, ob ich da jetzt in den nächsten Tagen wieder Hatschipuitis kriege oder nicht. Ich bin echt gespannt. So, ich warte noch einen Moment, oder? Es ist immer Wahnsinn, wie schnell das trocken ist. Guckt mal, das ist trocken. Ich staune jedes Mal wirklich. Ich mache die Maske jetzt mal ab, weil wie gesagt, bei Do Nails hat mir die Maske, nicht mal die FFP3-Maske geholfen. Ja, so, das machen wir mal jetzt hier weg. Da habe ich immer nach jeder Schicht habe ich das Pinselchen abgepinselt, also das gereinigt, bevor ich es wieder ins Fläschchen getaucht habe. Ja, und hier muss ich jetzt mich gleich nochmal um diesen Pinsel kümmern. Aber zum Glück passen die hier auch drauf. Da hatte ich bei dem einen Set, was ich bei eBay Kleinanzeigen mir gebraucht gekauft habe, da war eine ganze Tüte mit Ersatzpinseln bei. Und ich habe ja auch schon zwei angefangene Fläschchen aufgebraucht. Das waren noch die alten aus Kunststoff. Gingen aber tatsächlich noch, war ich ganz erstaunt. Wobei, den einen Aktivator habe ich weggeschmissen, weil der war nicht gut. Aber ansonsten, ja. Naja gut, da ich die ganzen Liquids gebraucht gekauft habe, finde ich es jetzt nicht so schlimm, dass ich sie nicht vertrage. Weil die ganzen Powders kann ich ja auch hier mit verwenden. So, jetzt hole ich mir den Fräser und gucke mal, ob ich das hier unten noch ein bisschen ordentlich kriege. Und dann denke ich mal, ist es Zeit zum Ölen. Auch hier kommt nochmal Öl drauf. Und also es ist noch nicht perfekt, aber ich finde, es ist immer besser und es macht Spaß. Und es hält länger als normaler Nagellack und es ist eigentlich nur wie normalen Nagellack auftragen. Gut, das jetzt mit den Tipps, das ist ja mehr kleben, aber es ist alles soak off. Also ich kann alles mit Aceton runter machen, ich fräse nur an
und kann dann mit meinen Klipse meine Wattebausche mit Aceton drauf machen und da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich öle vorher die Nagelhaut ein, dann hat die auch noch mal ein bisschen mehr Schutz und ja, also da bin ich echt zufrieden mit. Und ich glaube, im letzten Video hatte irgendjemand sich gewünscht, einmal das mit dem Nagelhaut entfernen, das habe ich ja gezeigt, und womit ich die pflege. Also ich habe verschiedene Pflegeprodukte, wartet mal. So, also ich bei dem einen gebrauchten Set war dieses Nagelöl mit Mango-Duft, Mango-Papaya-Duft von Dunels, Original Dunels dabei. Das hat so eine Pipette. Dann hatte ich bei dem einen Set, was ich mir neu gekauft habe von Miss Sophie, da war dieses Set bei. Das ist mit Shea Butter. Das ist auch mit Pipette. Dann habe ich hier von Rossmann ein normales Nagelöl oder hier von DM. Oder was ich auch schon gemacht habe, weil da habe ich schon zwei Flaschen von aufgebraucht. Ich habe ja in einem Action Haul habe ich euch das... was, Argan Oil? So eine große Flasche mit Öl gezeigt. Die war nicht teuer. Und die fülle ich mir dann einfach immer hier rein und mache das mehrmals am Tag drauf. Und nach dem Nägel machen nehme ich eigentlich immer hier das teure. Ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Aber nach dem Nagel machen gönne ich mir das dann einfach. Und mache mir da großzügig was drüber. Was auch wirklich, was ich festgestellt habe, was richtig cool ist für die Nägel, wenn ich sie mir gemacht habe, dann gönne ich mir abends ein Ölbad, ein Vollbad. Und da liegt man dann ja länger drin und dann können die Nägel richtig schön Öl aufnehmen. Und dann geht auch alles, falls ihr doch mal irgendwo noch was daneben gekleckert habt, das geht dann wirklich in der Wanne super ab, habe ich festgestellt beim letzten Mal. Ja. Aber das riecht echt gut. Das habe ich jetzt gebraucht gekauft für die Hälfte, was es im Shop kostet. Und da fehlt aber, also das habe ich jetzt auch schon benutzt und da fehlte nicht mal die Hälfte. Von da habe ich gedacht, okay, machst es mal, gönnst es dir mal. Neu würde ich mir es jetzt, glaube ich, nicht kaufen, da wäre mir das zu teuer. Ja, so, das war jetzt ordentlich. Ich glaube, das mit dem Feilen lasse ich erstmal. Ich gucke mal. Da muss jetzt erstmal das Öl einziehen. Und mir ist es jetzt erstmal wichtiger, dass die Nägel jetzt gut geölt und gepflegt sind. Weil das ja doch eine Tortur ist. Gut, die meiste Tortur ist das Abmachen. Das hatte ich ja dieses Mal schon vor ein paar Tagen gemacht. Also die waren jetzt ja ein paar Tage nackig. So ein bisschen ausruhen und weil ich auch mal gucken wollte, wie die so sich jetzt entwickelt haben. Ja, aber jetzt habe ich wieder drauf und es fühlt sich gut an. Ich fühle mich wohl damit, sehe nicht mehr nackig aus. Und die Länge finde ich auch in Ordnung. Und dann will ich mal nachher gucken, ob Perlensticken mit dieser Länge geht und Kreuzsticken. Jetzt natürlich erstmal nicht. Jetzt sind sie erstmal richtig schön eingefettet. Oh, da kommt ein Amazon-Bulli auf dem Hof gefahren. Ich hatte was bestellt, das soll eigentlich erst morgen kommen. Aber so wie es aussieht, kommt es heute schon. Einen großen Stickrahmen habe ich mir bestellt. So einen zum Hinstellen, wo man sich vorsetzen kann. Ich werde euch berichten. Dann will ich mal runtergehen. Der wird gleich klingeln. Ja, was soll ich sagen? Das Päckchen ist einen Tag früher gekommen. Das ist schön, weil morgen habe ich nämlich noch frei. Muss dann erst übermorgen wieder arbeiten. Dann kann ich damit ja noch was machen und euch zeigen. Ist das schön? Ja, ihr Lieben. Gut, das Dippen selber habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, könnt ihr mir das ja nochmal schreiben. Ansonsten werde ich euch mit dem Ergebnis, mit der Haltbarkeit auf dem Laufenden halten. Und ich finde die Farbe schön. Gut, es ist jetzt wirklich nicht unbedingt eine Frühlingsfarbe, aber Rot geht immer, ne? Und dass da so Glitzer drin ist, hatte ich so gar nicht gesehen. Weil hier sieht es ja einfach nur total weinrot aus.
Ja, ich bin zufrieden. Und ich bin echt mal jetzt, also wo ich jetzt noch mehr drauf gespannt bin, nicht so, wie lang die Farbe jetzt hält, sondern wo ich noch mehr drauf gespannt bin, ist echt, kriege ich jetzt den Flo oder nicht? Weil, wenn nicht, das wäre so geil. Das wäre richtig geil. Entschuldigung, darf man sowas auf YouTube sagen? Also es wäre super, 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 super toll. Ich fühle mich jetzt schon, muss ich sagen, eigentlich fühlt es sich angenehmer an als mit Dunails. Ja, es tut mir ja leid, Dunails, aber es ist, wie es ist, ne? Ich kann es ja nicht ändern. Es gibt ja auch Leute, die Dip-Drip da Dip-Flow von haben. Aber in der einen Facebook-Gruppe, wo ich bin, da sind halt ganz viele, die Dip-Drip deutlich besser vertragen. Und mal gucken, wie lange die jetzt hier drauf bleiben. Entweder bis sie kaputt sind oder bis ich sie nicht mehr sehen kann oder bis sie rausgewachsen sind. Und dann werde ich Ribble Nails probieren. Und das sind ja farbwechselnde Powder, die bei Temperatur die Farbe wechseln. Und ja, mal schauen. So, ihr Lieben, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr was zu motzen habt, macht es. Aber macht es nett. Also es könnt ihr ruhig machen. Ich freue mich ja immer, wenn einer irgendwie was besser weiß als ich. Und mir das dann auch nett erklärt und sagt. Über Tipps sowieso bin ich immer sehr dankbar. Ansonsten, ja, ich wünsche, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.